Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir bekommen in der letzten Zeit sehr viele Anfragen von Neuansteigern, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie auch einen Camper ausbauen können. Servus! Und genau aus diesem Grund machen wir dieses Video und wir werden vor allem die 5 wichtigsten Punkte nennen, dass auch ihr einen Campervan ausbauen könnt. Los geht's! Los! Der erste Punkt sind die Fähigkeiten, vor allem die handwerklichen Fähigkeiten. Das ist auch gleichzeitig die Frage, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Schaffe ich das überhaupt, so ein großes Projekt mit meinen Fähigkeiten durchzuführen? Und die Antwort, die wir eigentlich immer geben, ist ja. Man sollte vielleicht mit relativ wenig Erfahrung und wenig Fähigkeiten nicht direkt den allergrößten, komplexen Camper bauen. Aber ich denke, so ein kleiner Mikrocamper geht eigentlich fast immer. Ja, absolut. Aber so generelle Bearbeitungsschritte, wie zum Beispiel das Sägen, das Bohren oder komplette Schleifen, das solltet ihr schon beherrschen. Das sind einfach die Basics beim Camperausbau. Und idealerweise habt ihr auch schon mal was vom Strom gehört und kennt euch da ein bisschen aus. Mhm. Weil, ja, es ist auch ein großes Thema beim Camperausbau. Wenn ihr da keine Vorkenntnisse habt, dann gebe ich euch auf alle Fälle den Tipp, sucht euch professionelle Unterstützung. Mhm. Lasst eure Anlage am Ende nochmal abnehmen und dann seid ihr auch da auf der sicheren Seite. Ja. Der nächste wichtige Punkt für den Camperausbau ist es, den richtigen Ort für den Ausbau zu finden. Idealerweise hast du an diesem Ort genügend Platz für deine Werkzeuge, für die Materialien, aber auch um zu arbeiten. Aber du musst nicht direkt wie wir jetzt eine große Werkstatt für den Camperausbau anmieten. Unseren ersten Van zum Beispiel haben wir in der Scheune vom Nachbarn ausgebaut und das hat auch super funktioniert. Ja. Das ging natürlich auch und es gibt auch einige, die den Van auch draußen ausbauen. Das geht natürlich ebenfalls, aber es ist nicht ideal, denn ihr müsst natürlich euer ganzes Werkzeug und auch das ganze Holz, was ihr dann verarbeiten möchtet, ja irgendwo unterbringen und ihr wollt ja nicht, dass es nass wird. Genauso wie der Van, da werden so viele Löcher reingemacht, wie zum Beispiel dieses Fenster hier oder Dachhauben. Und wenn das nämlich im Regen steht, ist das nicht sehr vorteilhaft. Da kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt, der wichtig ist für den Camperausbau und das ist, das passende Werkzeug dafür zu haben. Kommen wir zum ersten Werkzeug und das ist der Akkuschrauber. Der ist natürlich beim Camperausbau nicht wegzudenken, denn ihr müsst ja Löcher bohren und das ist wirklich sehr, sehr viele, genauso wie dann auch irgendwie die Möbel miteinander verbinden und da bieten sich auch Schraubverbindungen an und damit schraubt ihr die Schrauben rein. Deshalb nicht wegzudenken. Das nächste Werkzeug ist eine Kreissäge. Das hier ist eine Handkreissäge und wir benutzen sie so häufig und haben tatsächlich 3 im Einsatz. Wir haben aber zudem noch eine Tischkreissäge. Perfekt sind Kreissägen, um gerade Schnitte zu machen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar eine Stichsäge zu nehmen. Ihr könnt damit sehr gut runde Formen aussägen. Bei unserem ersten Van-Ausbau haben wir hauptsächlich dieses Gerät hier benutzt, ist dann aber etwas schwieriger, wenn ihr dann gerade Formen umsetzen möchtet. Aber für Rundungen ist es perfekt geeignet. Das nächste Werkzeug ist ein Bandschleifer. Das hier ist unser Bandschleifer. Wenn ihr einfach gewisse Formen umsetzen möchtet, wie gewisse Rundungen oder sowas, oder einfach Material abtragen wollt, ist das einfach ein Gerät, was sehr hilfreich dabei ist. Ohne dieses Gerät kommen wir beim Van-Ausbau überhaupt nicht mehr klar. Deshalb ist es auf unserer Prio-Liste. Wir haben am Anfang auch ein handgeführtes Gerät benutzt. Geht natürlich auch. Haben wir noch was Wichtiges? Prio-1-Liste? Nee, das war's mit der Prio-1-Liste, mit den Werkzeugen, die man unbedingt für einen Van-Ausbau braucht. Jetzt kommen wir zu den Werkzeugen, die man idealerweise hat, aber nicht unbedingt braucht. Also wir haben sie. Ja, natürlich. Da gibt es natürlich noch das Nice-to-have-Werkzeug und das ist, Timo, das Licht. Oh, ist einfach brutal hell. Aber egal, wo ihr seid, ob ihr jetzt in der Scheune ausbaut oder einfach im Winter, das Licht ist eigentlich für einen Ausbau nie perfekt und so ein Van ist innen drin auch einfach immer dunkel. Deswegen, Licht ist sehr empfehlenswert beim Van-Ausbau. Nächstes Werkzeug ist Trommelwirbel. Ein Exzenterschleifer. Oh, ja. Also, der hat schon bei mir einen Namen, der heißt Exzenti, weil ich ihn so häufig benutzen. Wenn ihr Oberflächen wirklich geschmeidig haben wollt, dann ist einfach ein Exzenterschleifer wirklich sinnvoll. Der macht halt wirklich eine super, super tolle, weiche Oberfläche und ich liebe ihn. Ohne Kraftaufwand, das ist wirklich wichtig. Das nächste Gerät ist eine Oberfräse. Das benutzen wir auch sehr, sehr häufig. Damit kriegt ihr einfach die
Kanten sehr schön, zum Beispiel von der Küche. Da ist die Arbeitsplatte, haben wir einfach die Kanten abgerundet damit, was natürlich auch die Haptik verbessert von so einem Tisch. Und Timo ist natürlich auch noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich aus einem bestehenden Gerät eine Tischfräse gebaut. Deswegen haben wir uns noch ein neues Gerät angeschafft, was handgeführt ist. Das nächste Bild ist, ist ein Multitool. Und auch von uns ein sehr unterschätztes Gerät, haben wir auch relativ spät angeschafft. Aber wenn wir schleifen, dann möchten wir auch unbedingt in Ecken rein. Das können wir zum Beispiel mit Exzenterschleifer oder mit Hand. Ist halt auch wirklich super schwierig. Und mit dem Gerät können wir auch viel machen. Wenn wir zum Beispiel irgendwo gespachtelt haben, dann ist es auch super hilfreich, es einfach in die Ecke zu führen. Und es trägt super schnell Spachtel weg. Und damit erzielt man auch ein super schönes Ergebnis. Was kann man noch damit machen? Ich habe es jetzt nicht so häufig im Einsatz, aber du, gell? Ja, also hier gibt es noch andere Aufsätze für. Ich setze mich mal besser, dass man mich auch sieht. Hier gibt es noch andere Aufsätze für, zum Beispiel zum Sägen oder zum Schaben. Also wie gesagt, es ist ein Multitool und ja, findet eigentlich überall sein Einsatzgebiet. Den Tipp haben wir von deinem Vater, gell? Der benutzt das nämlich super häufig. Er hat gesagt, ihr braucht unbedingt auch eins. Ja. Dankeschön. Und seitdem wir es haben, benutzen wir es auch. Richtig, genau. Oh ja, jetzt muss der Timo etwas schleppen. Schneller bitte. Da haben wir es. Oh, ja, sehr gut. Das ist eines der Werkzeuge, was wir uns eigentlich nach dem ersten Van, also bei dem Van jetzt, als erstes angeschafft haben. Das ist eine Kappsäge. Es spart einem auch unglaublich viel Zeit und Mühe, die Bretter oder die ganzen Latten separat absägen zu müssen mit einer Handkreissäge. Und das geht einfach schnell. Einfach runterziehen und zack, ab ist es. Und man kann es auch in unterschiedlichen Winkeln machen. Und ist einfach ein klasse Gerät. Das hat einfach uns super viel gebracht, gell? Ja. Kannst du auch noch was dazu sagen? Nein. Nein? Okay, ich habe alles schon gesagt. Ja. Genau. Also ohne das geht gar nicht. Ja, nice gut. To have, nicht nice. Gar nicht. Ja, stimmt. Es geht schon, aber ich finde, es spart vor allem ich als Frau, die jetzt nicht so unglaublich viel Kraft habe, dann halt eine schwere Handkreissäge in die Hand zu nehmen, ist es wupp, zack, weg. Ja, damit geht es auf alle Fälle schneller als ohne, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und präzise auch. Ja. Vor allem, wenn ihr mit Balkengestellen arbeitet, dann würde ich euch wirklich eine Kappsäge empfehlen. Ja. Für den Camperausbau ist es natürlich auch echt gut, wenn ihr genug Schleifpapier da habt. Schleifpapier hilft euch einfach, die Werkstücke schöner zu machen und generell für die Lackierung vorzubereiten. Da hilft es euch auch, das Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen parat zu haben. Spannzwingen gehören natürlich auch noch mit zu der Grundausstattung für den Camperausbau. Wir besitzen, Timo, ich meine, wie viele davon? 20, 30. Mehr als 20 auf jeden Fall. Dann natürlich, klar, Werkzeuge wie Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Das gehört natürlich auch zu der Grundausstattung. Wenn ihr die ersten drei Punkte durchlaufen seid, dann herzlichen Glückwunsch. Dann könnt ihr euch um Punkt 4 kümmern und das ist der Van. Jetzt kommt die Frage, welcher Van passt eigentlich zu mir für das, was ich machen will? Will ich lange damit wegfahren? Will ich nur Kurzurlaub übers Wochenende machen? Will ich mit der Familie in Urlaub fahren oder will ich nur alleine wegfahren? Aber in erster Linie richtet sich die Größe des Vans eigentlich danach, was will ich alles einbauen? Ja, und dabei ist es natürlich auch entscheidend, möchtet ihr eine Dusche drin verbauen oder eine Toilette? Braucht ihr Stehhöhe, ja oder nein? Und wie der Timo gerade eben auch gesagt hat, wohin wollt ihr mit dem Van? Ja. Ein kleiner Van für einen Kurzurlaub ist dann natürlich auch perfekt geeignet. Also ich glaube nicht, dass es euch stören wird, wenn er keine Stehhöhe hat. Aber wenn ihr dann wirklich länger damit unterwegs seid, dann ist Stehhöhe, wie bei uns jetzt in dem Sprinter, wo wir ein Jahr lang unterwegs damit waren, auch schon sehr ratsam. Genau. Ja, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle. Der VW-Bus ist zum Beispiel jetzt auch sehr populär, ja. Ja, genau, der Sprinter hier natürlich auch. Der Beste natürlich. Ja, der Beste. Dann gibt es natürlich noch den Ford Transit oder Fiat Ducato, der mit eigentlich am meisten genutzte Kassenwagen, den man auch ausbauen kann. Und unser erster Ausbau war ein VW Caddy. Geht natürlich war auch. Super, ja. Ich würde sagen auch Minicamper. Mikrocamper geht ja auch anders. Genau, der Mikrocamper, wie unser Opel Signum, da bin ich ja gerade noch dran. Da eignet sich eigentlich jeder Kombi für. Ja, genau. Da habt ihr die Qual der Wahl, was ihr nehmen könnt oder wollt. Genau. Ja, dann, wenn auch das geregelt ist, also wenn diese Van-Frage geklärt ist, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Punkt Nummer 5 und zwar das Raumkonzept. Am besten nehmt ihr euch zuallererst mal einen Zettel und einen Stift und schreibt einfach mal runter, was alles in den Van reinkommen soll. Da sollte dann am Ende draufstehen, welche Isolierung nehme ich, welche Heizung nehme ich, mit welchem Medium koche ich, soll die Trennwand drin bleiben, soll eine Doppelsitzbank drin sein, sollen Einzelsitze rein, sollen die drehbar sein. Ihr seht schon, die Liste wird wirklich lang. Ja.
und um die Liste auch noch zu erweitern, das Bett ist auch entscheidend. Also wie wollt ihr schlafen, quer oder längs? Das ist eine der wichtigsten Fragen eigentlich im Camper-Ausbau. Oder sowas halt wie Toilette. Braucht ihr eine Toilette im Van oder eine Dusche? Eine Dusche, ja. Ja, genau, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Oder was das Kochen angeht, wie wenn ihr zum Beispiel mit Gas kochen wollt, dann müsst ihr auch die Gasflasche im Auto irgendwo unterstellen. Und das ist ein Gaskasten. Und in einen Gaskasten kommt ein Loch rein für die Entlüftung und das könnt ihr nicht überall im Fahrzeug machen. Da sind teilweise auch Querträger im Weg. Deshalb muss diese Position gut bedacht sein. Eigentlich für alle Löcher ins Fahrzeug, für Fenster, für die Dieselheizung, für irgendwelche Gasgeräte, die einen Schornstein brauchen. Ja. Das alles müsst ihr bedenken und alles danach ausrichten, dass ihr das auch machen könnt. Ja. Also ihr seht schon, die Planung ist eigentlich somit der größte Teil, aber auch entscheidend, wie gut euer Ergebnis am Ende wird. Ja, absolut. Einen genaueren Bericht über dieses Thema, über das wir heute gesprochen haben, findet ihr auch unter einhell.de. Wir verlinken das mal unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein. Richtig. Und nochmal vielen Dank an Einhell, die uns bei diesem Video hier gesponsert haben. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt bei dem Video und es hat euch gefallen. Ja, und bei Fragen sehr gerne in den Kommentarbereich. Wir antworten sehr gerne auf eure Fragen. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentarbereich schreiben, auf welche Werkzeuge ihr beim Van-Ausbau nicht verzichten könnt oder wollt. Ja, und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Und lasst die Daumen nach oben da. Ciao. Ciao.